Und wir haben zu Gott gebetet, auch vorher schon: Herr, schenk uns einen Raum, damit wir mehr Platz haben, dass es nicht so eng ist und nicht jedes Mal umräumen. Und 2015 konnte man ein Grundstück kaufen, direkt hinter ist das Haus. Da haben die Indianer gesagt: Oh, jetzt seid ihr Nachbarn. Weil das Haus direkt hinterm Esters Haus war. Ja, und letztes Jahr konnte man dieses Haus Shalom einweihen. 2010 hatte Gott zu mir gesprochen: In Labia sollst du ein Haus Shalom bauen. Also, wir sollen eins bauen. Und wann war das fertig? 2017 wurde es eingeweiht, letztes Jahr. 7 Jahre wieder Zeit. Und das war auch ein Prozess. Da haben wir zusammen mit den Frauen gebetet und gerungen. Und wir hatten schon ein Grundstück. Und dann wurde es nicht genehmigt.